Zum ersten Mal heute auf der Roxy-Bühne. Bereits das vorletzte Los, das ich heute Abend ziehen durfte. Wir begrüßen eine Poetin aus Kiel. Oh, da, ja. Da geht ein Raunen durchs Publikum. Kiel, eine weite Anreise hatte sie, um heute hier zu sein. Ja, ganz aus dem Norden kommt sie. Sie ist die amtierende schleswig-holsteinische Poetry Slam Meisterin, war deutschsprachige U20 Vizemeisterin. Und sie ist heute Abend hier. Hier ist für euch Viktoria Helene Bergemann. Viktoria Helene Bergemann. Hallo, ich bin Viktoria und ich mache hier sauber. Aber ich habe trotzdem einen Text geschrieben und es ist so, ich bin vor einigen Monaten von zu Hause ausgezogen und immer wenn ich jetzt dort meine Eltern besuche, dann denke ich mir, ja, es war ja auch nicht alles gut. Und dann habe ich mir überlegt, woran das lag. Und dann habe ich diesen Text geschrieben und der heißt eben an wie dieser Grund und der heißt Haustrolle und geht so. Bist du noch da? Fragt ihr. Und ich wäre es gern öfter. Hier hortet man alten Schrott, weil man ihn irgendwann sicher noch mal brauchen wird. Hier trug man noch Birkenstocks lange bevor sie wieder in wurden. Hier macht man sich nichts aus einer halben Stunde am Sonntag, bei der man gemeinsam auf dem Sofa sitzt, hysterisch viel Spaß hat und dabei Toffifee isst. Hier kauft man Baumwollschlüpfer, weil man seit vielen Jahren dem Textiles Vertrauenssiegel hingebungsvoll vertraut. Hier wäscht man sich die drei verbliebenen Haare mit Shampoo für Schwungkraft und stellt sich dann bei leichtem Windaufgebot ins Fenster, um sich selbst zu beweisen, dass man sehr wohl noch Volumen hat. Hier ist man nicht dazu in der Lage, WhatsApp korrekt zu bedienen, weil die Finger zu dick sind. Hier schreibt man dann, hallo Ibims Mama und war damit Anfang 2017 unfreiwillig echt witzig. Hier fiebert man immer noch mit, weil man wissen will, ob dieser eine Typ im ZDF jetzt tatsächlich eine Familie heiraten wird oder nicht, obwohl er es seit 35 Jahren jedes Jahr wieder tut. Hier antwortet man auf die Frage, wie lange man noch zu Hause ist, mit hoffentlich noch ein paar Jahre, und fragt dann zurück, aber bist du noch da? Und ich denke, ich wäre es gern öfter, denn hier liebt man sich, auch wenn man es nicht immer zeigt. Und hier ist man immer da, auch wenn man gerade kurz mal draußen ist, um zu gucken, ob man im Sperrmüll der Nachbarn noch was Brauchbares findet. Hier schenkt man sich zu Weihnachten Grützwurst, weil Papa die so gerne mag, steht an der Fleischtheke, wo 87 Leute hinter einem gerade ihre Weihnachtsgänse abholen wollen und diskutiert mit der Fleischereifachverkäuferin, warum sie die Wurst nicht auch als Geschenk einpacken kann. Hier ist man manchmal glücklich. Hier ist man manchmal glücklich über das, was man hat. Und was man in solchen Momenten vergisst, ist, dass in diesem Haus ein kleiner fieser Troll wohnt. Und zuerst wirkt er ganz normal und macht Sachen, die fiese Haustrolle eben machen. Sie mischen sich überall ein und rasten ständig aus. Sie ziehen mit dir ein und bleiben in deinem Haus, während alle anderen nachts schlafen. Schleicht er heimlich durchs Haus und verknotet Kopfhörer und versteckt Schraubenzieher, löffelt das Nutella-Glas halb aus und hinterlässt dabei sehr viel Speichel und steigt in jeden einzelnen Kleiderschrank und näht alle Klamotten enger. Aber er näht nicht nur irgendwie, sondern ist extra an einem Sonntagnachmittag auf so einen Handarbeitsmarkt gefahren und hat sich von einer bärtigen 70-Jährigen beraten lassen, damit er auch jedes Kleidungsstück an der Naht wieder so zusammennäht, dass es so aussieht, als wäre gar nichts gewesen. Und dann sitzt er da nachts im Schrank und macht immer hihihihahaha. Sie denken, sie wären fett. Aber ist dabei ganz leise, sodass ihn niemand hört. Er kommt mit, wenn man mit dem Hund Gassi geht und flüstert der Hundine ins Ohr. Tu es. Was ist schon dabei? Wälz dich im Kot. Los. Wälz dich im Kot und rennt der Katze durch ihre Klappe nach und ruft ihr hinterher, wenn du keine Ratte mit nach Hause bringst, werden sie dich für immer hassen. Töte eine Ratte und leg sie ihnen aufs Kopfkissen. Hör nicht darauf, was sie dir in der Mittelaltervorlesung über die Pest erzählen. Es ist eine sehr gebildete Katze. Aber er ist eben kein normaler Haustroll. Unser Haustroll neigt zu Übertreibungen. Er geht jeden Tag pumpen und schluckt heimlich Hyperbolika. Er ist wie diese Puppe von Saw oder sein Dreirad ist ein sowjetischer Panzer. Und bei Starkregen fährt er damit immer gegen unsere eine Hauswand, damit das ganze Wasser reinläuft. Er macht keine Nägel mit Köpfen, er spießt Köpfe mit Nägeln auf. Ihm reicht es nicht, ein Musikinstrument zu spielen. Er spielt den Akkuschrauber im Bohrkäster. Er ist dieser eine Typ, der sich in der Weihnachtsbäckerei nicht die Hände gewaschen hat.
Immer, wenn ich meine Tage hatte, klaute er den kleinen Mülleimer aus dem Badezimmer. Wenn wir ein Bett frisch beziehen, geht er hin und legt ein paar seiner Schamhaare auf das weiße Laken. Er lässt beim Kacken die Tür offen. Er zieht ständig das Stromkabel vom WLAN-Router raus und er ist Katholik. Lol. Er mischt es überall ein und rastet ständig aus. Er zieht mit dir ein und bleibt in deinem Haus. Und irgendwann reicht ihm das ewige Nähen nicht mehr, sodass er einen Knüppel nahm und mich damit nachts immer wieder verprügelte und ich wochenlang morgens nicht mehr aufstehen wollte, obwohl ich gar nicht verletzt war. Und dann verbrachte er Tage damit, neben meinem Bett zu stehen und zu mir zu sagen, bleib einfach liegen. Es lohnt sich nicht, da rauszugehen. Bleib für immer hier liegen, wenn du irgendwann stirbst. Dann ist das sowieso besser für alle anderen und manchmal ließ er mir dann Badewasser ein, doch jedes Mal dann fragte hier jemand, bist du noch da? Ja, hoffentlich noch ein paar Jahre, antwortete ich und begann wieder regelmäßig aufzustehen. Dann kam er mit mir in die Schule und bestach Lehrer, damit sie Dinge sagten wie, was stört's die deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr schabt? Also verstehen Sie mich nicht falsch, Sie sind in diesem Vergleich das Wildschwein. Dieser Troll bumste eine Bankangestellte und überredete sie, das gesamte Geld meines Vaters an die Stiftung für jugendliche Haustrolle mit Genitalherpes zu spenden. Hier ist er mal glücklich, hier ist er glücklich über das, was er hat. Und als ich auszog, kam er nicht mit. Und ich merkte, dass er es wohl gar nicht auf mich abgesehen hatte, sondern nur auf alle, die in diesem Haus wohnen. Und ich merkte, dass es wohl völlig normal ist, dass solche Haustrolle in solchen Häusern wohnen, in Häusern, in denen Familien wohnen, die eigentlich glücklich sein sollten über das, was sie haben. Bist du noch da? Könnte man sie fragen. Ja, sicherlich noch ein paar Jahre, würden sie antworten und dann hämisch lachen. Haustrollfrauen informieren sich wöchentlich bei der regionalen Baubehörde, wo neue Neubaugebiete geplant sind und legen dann in den Hausfundamenten ihre Eier ab. Dann bringen sie während der Bauvorgänge noch ein paar Leute um und behaupten vor Gericht so etwas wie, nein, nein, niemand hatte die Absicht, einen Maurer zu vernichten und kommen damit immer durch. Sie gehen in Kinderkrippen und essen so viele süße Babys, dass sie alle Diabetes kriegen. Sie gehen komplett in Skikleidung angezogen an FKK-Strände und dann ziehen sie sich aus und gehen nackt Skifahren. Ich weiß nicht mehr, warum ich das geschrieben habe. Wenn sie Airwaves-Kaugummis haben, dann nehmen sie sich die nicht mit den Händen raus, sondern lutschen jedes einzelne Kaugummi mit dem Mund aus der Verpackung. Habt ihr schon mal gesehen, so am Bahnhof oder so, ne? Das ist so das Ekligste, was man machen kann. Sie mischen sich überall ein und rasten ständig aus. Sie ziehen mit dir ein und bleiben in deinem Haus, in einem Haus, in dem du eigentlich glücklich sein solltest. Und die einzige Möglichkeit, gegen sie anzukommen, ist, dass man sich liebt und zusammenhält. Bist du noch da? Fragt ihr. Und trotz allem wäre ich es gern öfter. Dankeschön. Viktoria Helene Bergemann!